Ich weiß, du möchtest viele Aufrufe auf deine Videos, viele Abonnenten. Vielleicht suchst du nach Insiderwissen. Wenn du von jemandem lernen möchtest, der es selber schon geschafft hat und der auch vielen anderen geholfen hat, auf YouTube zu wachsen, dann bist du bei diesem Video genau richtig. Aber eine Sache zu Anfang. Guck dir das Video komplett an und frag dich, möchte ich das wirklich? Weil wenn du es wirklich willst, dann guckst du dir jetzt alles an und setzt das so um. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und ich habe ja schon häufiger darüber geredet, wie man es schafft, auf YouTube zu wachsen. Es gibt einige grundsätzliche Sachen, es gibt aber auch Sachen, die sich immer weiterentwickeln. Deshalb wollte ich hier nochmal eine geupdatete Version quasi für 2019 machen. Deshalb werde ich auch eine Mischung machen aus standardgrundlegenden Sachen, die man auf jeden Fall machen muss, weil die sind sowohl vor einem Jahr gültig als auch jetzt, aber auch Sachen, die aktuell auf YouTube wichtig sind. Das Video kann also für dich spannend sein, egal ob du schon viel Content von mir gesehen hast und die Standardsachen kennst oder ob du ganz neu bist. Aber ohne großes Drumherum-Gerede fangen wir mit dem ersten der 7 Tipps an. Und den nenne ich Nischen. Nischen ist quasi eine Mischung aus Nischen und Mischen. Nämlich, das ist der Tipp, Nischen mischen. Was meine ich damit genau? Ich habe das schon mal irgendwann gesagt, aber es ist aktuell relevanter denn je. Denn YouTube wird immer größer, YouTube wird immer umkämpfter und es ist immer schwieriger, auf YouTube herauszustechen. Jahr um Jahr gibt es mehr Leute, die YouTube machen, Jahr um Jahr gibt es größere YouTube-Kanäle und es wird immer schwieriger, in bestimmten Bereichen noch erfolgreich zu werden. Wenn du in gerade so einem Bereich bist, wo du das Gefühl hast, es gibt schon so viele große Kanäle, es ist sehr schwierig, da noch herauszustechen, dann könnte dieser Tipp was für dich sein. Wie funktioniert das Ganze? Wenn du in einem Bereich bist, wo es viel Konkurrenz gibt, dann überleg dir, kann ich das mit einem anderen Interesse von mir kombinieren und dadurch etwas Neues machen? Die Frage sollte immer sein, wie kann ich einen YouTube-Kanal schaffen, der etwas Neues ist, der etwas ist, was noch nicht da gewesen ist. Mal ein Beispiel. Nehmen wir den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Du möchtest einen YouTube-Kanal über Persönlichkeitsentwicklung machen. Das ist ein Bereich, da gibt es schon ziemlich viele Leute, die darüber reden. Also überlegst du dir, was ist noch eine Eigenschaft von mir, ein Interesse von mir, was ich irgendwie machen kann. Nehmen wir an, die Frau, die diesen Kanal starten möchte, ist Mutter. Und dann sagt sie sich, okay, ich starte einen Persönlichkeitsentwicklungskanal für Mütter. Nun, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber so kannst du es schaffen, quasi aus zwei verschiedenen Dingen eine Sache zu machen. Am Ende des Tages solltest du dich einfach fragen, worin kann ich der Beste werden? Wenn du dich das fragst, dann kannst du es schaffen, einen YouTube-Kanal zu erschaffen, der wirklich neu ist, der heraussticht. Wenn du das Gefühl hast, mit der Sache, die du machst, kannst du wirklich realistisch der Beste werden, dann kannst du einen YouTube-Kanal erschaffen, der auch aus den anderen heraussticht. Tipp Nummer 2. Stetiges Wachstum. Das ist auch ein Prinzip von uns hier bei So geht YouTube und das ist eine Sache, die du dir unbedingt angewöhnen solltest, wenn du vorankommen möchtest. Was meine ich damit? Werde jedes Mal ein kleines bisschen besser. Überleg dir einfach, wie kann ich 1% besser werden? Wenn du bei jedem deiner Videos 1% besser wirst, dann bist du nach einigen Videos deutlich, deutlich besser als vorher. Überlege dir also für jedes Video, was kann ich besser machen als in meinem vorherigen Video? Wenn du dir das überlegst, wenn du so stetig vorankommst, dann wird sich dein Kanal weiterentwickeln. Sonst kommt man schnell in so einen Trott, produziert Videos, es bleibt das Gleiche, man entwickelt sich nicht so wirklich voran. Und gerade wenn du noch am Anfang stehst, gerade auch wenn du das Problem hast, dass dein Kanal nicht wächst, dann gibt es auf jeden Fall Dinge, die du noch verbessern kannst. Du nimmst dir zum Beispiel einmal vor, du machst ein besseres Thumbnail als vorher. Dann überlegst du dir, wie kann ich das Video noch besser schneiden? Dann überlegst du dir, kann ich vielleicht mit Color Grading noch was hinzufügen? Du überlegst dir, wie ist meine Vortragsweise in den Videos, kann ich die verbessern? Und so weiter. Am Ende sind deine Videos dann richtig, richtig professionell. Um das Ganze in die Tat umzusetzen, habe ich jetzt eine Aufgabe für dich. Und zwar nimmst du dir Folgendes vor. Für jedes deiner neuen Videos guckst du vorher eines von meinen Videos. Und wirklich nur eines. Du guckst dir ein Video nochmal genau an und überlegst dir, was kann ich aus diesem Video, was ich da gelernt habe, umsetzen für mein nächstes Video. Und wenn du das bei jedem Video machst, da kannst du dir schon vorstellen, dann kommst du sehr schnell voran. Bist nicht überfordert, weil du nicht 1000 Informationen bekommst, aber du kannst stetig deinen Kanal weiterentwickeln. Da würde mich tatsächlich auch mal interessieren, was möchtest du denn an deinem Kanal verbessern? Wenn du da was in die Kommentare schreibst, dann kann ich gerne mal ein Video dazu machen. Tipp Nummer 3 ist eigentlich der wichtigste, wenn es darum geht, auf YouTube zu wachsen. Und das ist, deine Zuschauer richtig zu verstehen. Und das habe ich schon häufiger gesagt, aber man kann es nicht genug sagen, denn meiner Meinung nach sind das 80% deines Erfolgs. Wenn du nicht wächst, dann liegt es eigentlich fast immer genau daran, dass du deine Zuschauer nicht richtig verstanden hast. Denn nur wenn du wirklich verstehst,
wie deine Zuschauer ticken, wenn du verstehst, was die Probleme, was die Wünsche von deinen Zuschauern sind, dann kannst du die Titel richtig formulieren, dann kannst du die Thumbnails richtig bauen, dann kannst du es schaffen, dass die Leute lange an deinen Videos dranbleiben. Falls du dich jetzt fragst, wie mache ich das denn, wie finde ich denn raus, was meine Zuschauer wirklich wollen, dann klick mal auf dieses Webinar. Das ist ein kostenloses Webinar, das habe ich mal erstellt, um wirklich kleinen YouTuber, genauso wie dir, zu zeigen, was die drei größten Fehler sind, die die meisten kleinen YouTuber machen. Denn bei fast jedem scheitert es an einem von diesen drei Fehlern. Guck dir das da gerne mal an. Tipp Nummer 4 ist eigentlich quasi ein Resultat aus dem ersten Tipp, und zwar Titel und Thumbnails verbessern. Das sind die einzigen zwei Dinge, die man sieht, bevor er auf dein Video klickt. Also die müssen wirklich verbessert werden. Und das ist aktueller denn je. Denn jetzt haben wir eine Möglichkeit, wirklich zu messen, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter. Seit letztem Jahr haben wir die sogenannten Klickraten, die wir in den Analytics messen können. Falls du nicht weißt, was das ist, dann klick mal hier auf dieses Video, da habe ich das erklärt. Du kannst jetzt in den Analytics messen, wenn dein Video irgendjemandem vorgeschlagen wurde, wie viele Leute haben dann wirklich darauf geklickt. Also, gucke dir bei jedem Video an, wie viel Prozent der Leute darauf geklickt haben, vergleich das am besten zwischen den Videos und überleg dir, was hat besonders gut daran funktioniert, was besonders schlecht, warum haben hier mehr Leute drauf geklickt und hier weniger. Das Ziel sollte am Ende sein, dass du schon abschätzen kannst, wenn du einen Videotitel, wenn du ein Thumbnail hast und abschätzen kannst, wie viele Leute da am Ende draufklicken werden. Tipp Nummer 5, deine Videos verlinken. Das ist eine Sache, die wird immer, immer wichtiger. Denn YouTube achtet immer mehr darauf, wie lange die Leute sich bei deinen Videos wirklich aufhalten. Denn, ich meine, was ist am Ende das Ziel von YouTube? Möglichst viele Leute sollen möglichst häufig auf YouTube kommen und sich dort dann möglichst lange Videos angucken. Wenn du es also schaffst, dass die Leute sich viele deiner Videos hintereinander angucken, dann ist das sehr, sehr gut. Der YouTube-Algorithmus bevorzugt das sehr stark. Wie können wir sowas schaffen? Also, zunächst einmal können wir zum Beispiel Playlisten anlegen. Das ist eine super Möglichkeit. Wir können es schaffen, dass wir neben unseren eigenen Videos angezeigt werden, indem wir zum Beispiel ähnliche Tags bei unseren Videos benutzen. Wir können es schaffen, dass wir mehr von unseren Videos verlinken, indem wir Infokarten benutzen, indem wir Abspanne benutzen, indem wir es in der Infobox verlinken. Und was wir zum Beispiel auch machen können, ist, wir können einen Kommentar schreiben, wo wir auf ein anderes Video verweisen. Wir pinnen den an und dann sieht jeder, der in die Kommentarbox geht, auch einen Link auf ein anderes Video. Das heißt, wir können es versuchen, möglichst vielen Stellen eigene andere Videos zu platzieren, sodass die Leute von einem auf das nächste Video kommen und sich so möglichst viele von unseren Videos hintereinander angucken. Das ist A, schön, wir kriegen deutlich mehr Aufrufe, und B, findet der YouTube-Algorithmus das auch sehr gut. Tipp Nummer 6, nutze mehr Wege, um gefunden zu werden. Ich sehe das immer wieder. Leute konzentrieren sich auf eine Art, gefunden zu werden, oder Leute haben gar keine Ahnung, wie ihre Videos überhaupt gefunden werden. Das ist natürlich fatal. Es gibt auf YouTube so viele Möglichkeiten, gefunden zu werden. Es gibt die YouTube-Suche, es gibt die Videovorschläge, es gibt die Startseite, es gibt die Abo-Box, es gibt natürlich auch die Möglichkeit von externen, wie von Facebook, von Instagram. Es gibt die Möglichkeit, in Foren Leute darauf aufmerksam zu machen, aktiv irgendwo hinzugehen, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, deine Zuschauer oder potenzielle Zuschauer auf deine Videos zu bringen. Kurzfristiger und deutlich schneller kann das Wachstum sein, wenn man es schafft, deutlich viele Vorschläge zu bekommen und auf der Startseite von YouTube angezeigt zu werden. Das ist eigentlich quasi der heilige Gral. Wenn du schaffst, auf der Startseite angezeigt zu werden, dann wirst du sehr, sehr viele Klicks bekommen. Das heißt nicht unbedingt, dass du in den Trends bist, sondern das heißt nur, dass du bei Leuten bei "das könnte dir auch gefallen" auf der Startseite bist. Das funktioniert aber ganz anders als die Suche. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du dir überlegst, was für Arten von Videos könnte ich machen, um über diese Arten gefunden zu werden. Oder du hast natürlich großes Glück, aber dann überlässt du es komplett dem Zufall. Und wenn du es selber in die Hand nehmen möchtest, wenn du was dran tun möchtest, dann beschäftige dich mal mit diesem Thema. Kommen wir zum letzten Tipp, Tipp Nummer 7. Und der ist vielleicht etwas langweilig, aber unglaublich wichtig. Und der heißt Lernen, Lernen, Lernen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und vor allem, es gibt nicht den einen Tipp, der dich auf YouTube erfolgreich macht. Es ist ein Schlüssel aus ganz, ganz vielen kleinen Tipps. Egal, wen du fragst, wer in irgendeinem Gebiet erfolgreich ist, der kann dir nicht sagen, der eine Tipp hat mich erfolgreich gemacht, sondern es ist meistens, du hast eine Sache gelernt, du hast die nächste Sache gelernt, du hast die nächste Sache gelernt. Auch bei mir, ich habe nicht weder das von Anfang an alles gewusst, noch das alles auf einmal irgendwie mit einem Tipp bekommen, sondern es war wirklich ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Hier hat man mal was gelernt, hier hat man was ausprobiert, hier hat man mal was von jemand anderem gesagt bekommen, hier hat man sich mal was abgeguckt, was auch immer. Aber durch diese ganz
vielen kleinen Schritte hat man was gelernt. Und ganz, ganz wichtig, nicht nur lernen. Wenn du dir zum Beispiel nur alle meine Videos anguckst, ist das schön, aber das bringt dich noch nicht weiter. Du musst die Sachen dann auch umsetzen. Und da kommt wieder Tipp Nummer 2 ins Spiel. Versuch dir bei jedem Video wirklich zu überlegen, was kann ich bei diesem Video konkret verbessern. Und so kannst du dann konstant lernen, dadurch nicht stagnieren, sondern immer dich weiterentwickeln und das Ganze dann auch wirklich in die Tat umsetzen. Wenn du lernen möchtest, wie du auf YouTube erfolgreich bist, dann abonniere doch meinen Kanal. Hier kriegst du ganz viele Strategien, wie du das schaffen kannst. Falls dich dieses Webinar interessiert, was ich angesprochen habe, und falls dich interessiert, was die 3 größten Fehler sind, die meisten YouTuber machen, die nicht wachsen, dann guck dir dieses Webinar hier an. Da findest du den Link. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.